Und wo wir gerade beim Osten sind, in Russland, da hat Wladimir Putins Partei gerade mit 49% zwar massiv Stimmen verloren, aber trotzdem noch die klare Mehrheit geholt. Und zwar durch massives Bescheißen, wenn Sie mir den kleinen Fachausdruck gestatten. Wir, meine Damen und Herren, schalten jetzt mal live nach Moskau zu unserem Wahlbeschiss-Experten, zu Christian Ehring. Christian, wie ist denn aktuell die Stimmung da in Russland? Ja, schlecht, Oliver. Sehr schlecht. Der Putin ist menschlich enttäuscht und ja, auch beschämt. Ich meine, da fälschst du extra so eine Wahl mit ganz viel Herzblut und was kommt dabei raus? Armselige 49%. Ja, wenn ich schon bescheiße, will ich doch 102%, aber Minimum. Ja, Christian, ich meinte eigentlich, wie sich die Bürger fühlen. Was? Ach, die? Ja, finden es nicht gut. Gab die ganze Woche Demos, hunderte Verhaftungen. Aber das ist doch gar nicht das Thema. Wie steht der Putin denn jetzt da mit seinen 49 Pipi%? Der Kim Jong-il, der lacht den doch aus beim nächsten Diktatoren-Stammtisch. Ja, also, ich finde ja nicht, dass Wladimir Putin das Opfer in dieser Geschichte ist. Ach nee, ich schon. Wissen Sie, wie viel Arbeit das macht, so eine Wahl zu fälschen? Sie faule Trantüte füllen ja immer nur Ihren eigenen Wahlzettel aus. Putins Leute haben Tausende ausgefüllt. Die haben sich die Finger blutig gekreuzt. Wahlverstöße gab es viele, sagen auch die OSZE-Beobachter. Hier sind die Wahlzettel für die Regierungspartei schon in der Urne, bevor die Wahl überhaupt beginnt. Was? Das ist ja eine unglaublich praktische Sache. Völlig richtig, Oliver. Ist ja klar, wenn ich schon vor Öffnung der Wahllokale weiß, wie viele Zettel ich in der Urne habe, muss ich sie nachher ja gar nicht mehr zählen. Zack, sind alle früher beim Wodka. Eine Win-Win-Situation. Mhm, außer für die Demokratie. Hier, was sagt denn dieses quallenartige Schleimwesen, das seit Jahren in Putins Rektum wohnt, dieser Medvedev? Ach so, Medvedev, ja, der ist Vollprofi. Also goldene Regel, wenn du beim Bescheißen erwischt wirst, einfach stumpf weiterlügen. Das waren ehrliche und absolut demokratische Wahlen, behauptet doch tatsächlich Präsident Medvedev. Und dann, die ganzen Videos im Internet habe ich mir natürlich auch angeschaut. Darauf kann ich gar nichts erkennen. Sie vielleicht? Ja, allerdings. Hier, die Patienten des Moskauer Psychiatrischen Krankenhauses Nummer 3, das ist kein Witz, haben mit 93% für die Putin-Partei gestimmt, in der Irrenanstalt. Na und? Ich kenne Moskauer Friedhöfe, da haben sogar 100% der Leichen für Putin gestimmt. Ein Wahnsinn. So dreist. Oder hier, haben Sie das hier schon gesehen? Das hier ist in einem Moskauer Wahllokal passiert. In der Wahlkabine wurden solche Stifte entdeckt. Schauen Sie mal, da kann man nach der Stimmabgabe beim Auszählen der Stimmen alles ganz leicht wieder wegradieren und das Kreuz woanders hinmachen. Ja, den Stift kenne ich. Der war gerade im russischen Yps mit Gimmick. Zusammen mit den Urzeitkrebsen, die man mit Oppositionellen füttern muss. Gut. Ja, dann ist es ja seit dieser Woche wenigstens offiziell. Ne? Putin und Medvedev haben keine demokratische Legitimation. Da wird unsere Bundesregierung ihre Russlandpolitik ja jetzt wohl komplett überdenken. Überdenken Sie, verrücktes Huhn! Christian Ehring, meine Damen und Herren!